Ja, servus hier, bereits zum vierten Teil von den dunklen Seiten von Linz bei der Turmstraße. Hier fahren die Linien 118, 25 und noch 100er Linie, was genau, 103. Ja, jedenfalls habt ihr mal geschrieben, ihr sollt mal ein Video machen von der Turmstraße, weil das findet ihr, ist auch so ein wenig ein Schreckort, kann man fast sagen, von Linz. Ja, da bei dem Hochhaus, da bei dem Wirschelstadel ist auch immer ein sehr, wie sagt man denn, komisches Publikum in Anführungszeichen. Und auch da drüben ist so ein Geschäft. Da weiß man auch nicht allzu oft, welche Leute sich da umeinander treiben und was da genau verkauft wird. Also das ist auch noch so ein Ort, einer der dunklen Seiten von Linz. Bereits eben, wie schon gesagt, der vierte. Da sonst in dem Hochhaus gibt es dann noch Bäckerei, Apotheken. Da gibt es dann auch noch so eine Trafik, glaube ich, ist das, ja, da vorne. Ja, und da fahren halt auch zahlreiche Busse und die Straßenbahnlinien 1 und 2. Ja, und in dieser Straße geht man dann zur neuen Welt. Die ist ja auch nicht sehr, wie sagt man denn, angenehm zum Gehen. Da vorne, da war ja auch einmal ein Wirtshaus, das Moulin Rouge. Gibt es aber auch jetzt schon lange nicht mehr. Ja, und da ist halt auch öfters so komische Szenarien bei diesem Geschäft da. Eigentlich ist es ein Mobile Shop. Ja, und da wird gerade das Haus abgeputzt. Na gut, so schaut es hier aus, zum vierten Teil von den dunklen Seiten von Linz. Also recht angenehm, da ist auch nichts, wie auch an allen drei anderen Stellen, die ich euch schon gezeigt habe. Naja, und dann sage ich jetzt wieder Servus und bis zum nächsten Mal. Heute nehmen wir auch noch mit. Tschüss.